Wenn mal ein so ein Beitrag im Discord steht und der gut funktioniert, ist das ja schon ganz nice. Dann testet man das gerne und sieht, klappt oder klappt nicht. Wenn jetzt aber 3, 4, 5 Beiträge immer wieder von einem Spot drinne sind, dann muss das doch klappen. Und wenn dann zu guter Letzt der Underwater Frank auch schon im Livestream hier steht, alten Falten, da kann ich ja nicht anders, da muss ich ja auch mal testen. Leck oh funny, gerade nochmal im Discord geschaut, 3, 4 Beiträge sind schon hier drin. Von Fluftel, vom Void and Ashes ist auch noch einer drin. Grob die Ecke auch von Tiop, der stand ein paar Meter weiter oben, aber eigentlich so auch wieder die gleiche Ecke. Marvin hier auch mit drin gewesen. Also mehrere Stellen oder mehrere Beiträge, grob die Area. Alles hier komplett mit Tutti Frutti. Und dann teste ich das doch auch mal. Also, und vor allem der zweite Bereich hier am See. Ich mache eben die Map auf. Hier unten. Sonst immer hier die ganze Zeit oben gewesen. Hat super funktioniert. Letztes Video. Ich verlinke es nochmal eben. Sensationeller Spot. Klappt immer noch richtig gut. Also hier eine gute Chance für immer mal wieder verschiedene Koi-Karpfen. Für den F1 klappt immer wieder ganz gut. Was ich noch nicht getestet habe, ist hier 61-62. Muss ich dringend nochmal testen. Mache ich bestimmt die Tage noch. Dann hier unten die Area. Auf Kaviar. Heute im Livestream nochmal getestet, ging richtig gut, 15 bis 18 Meter hier, Kaviar einfach rausballern und dann landet man hier so in der Area und ja, lief. Und zwar alles auf die Dinkelsbühler Karpfen, die verschiedenen Varianten. Also auch hier klappt das übrigens auch mit Tutti Frutti. Kann man beides variieren, man kann bestimmt noch andere Köder testen, aber die waren hier in der Area gerade zu Hause. Und hier sollen die auch sein, aber eben auch immer wieder einige von den seltenen Karpfen. Und dann kann man eigentlich sagen, diese gesamte Area hier, ob das jetzt hier oben ist, manche standen hier oben, einige standen hier in dem Bereich, aber grob kann man sagen, hier in dieser Area. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wir sind... ein Kästchen hat ja 25 mal 25 Meter ungefähr. Das heißt, wir sind bei 12,5 bei der Hälfte. 12,5, das heißt, wir sind bei, wenn wir jetzt hier auf 15, 16 Meter werfen, wir sind hier grob in diesem 2-Meter-Bereich hinten. Ne? Also von hier aus geworfen sind wir, ja, ich würde sagen, hier in diesem 2-Meter-Bereich, in dieser Area. Da habe ich jetzt gerade ausgeworfen, frisch ausgeworfen. Und ich habe relativ große Boilies verwendet. Wie gesagt, gerade komplett auf Tutti Frutti. Und habe jetzt nur einmal ein kleines Setup, 4er-Haken mit Tutti Frutti gelb in Verwendung. Also, so sieht das Basis-Setup aus. Wenn du also Bock hast auf große Frequenz, dann einfach nur so basic hier reingehen. Und keine großen Boilies verwenden, sondern schön auf Masse und mit kleinem Maiskorn. Übrigens vom Setup her, seit diesem neuen SIG Rig und der Information auch nochmal oder diesem Hinweis nochmal von RF4 vom TP Catch, der hat ja noch einen Beitrag gepostet zum SIG Rig. Also diese auftreibende Wirkung von dem SIG Rig und der Montage. Übrigens das Video zum SIG Rig verlinke ich auch nochmal. Gerne mal reingucken, wenn du noch nicht weißt, wie das neue, diese neue Montage funktioniert. Ist da komplett alles erklärt. Die Monoschnur hat ja auch eine auftreibende Wirkung. Und deswegen verwende ich jetzt in den letzten Stunden und Tagen die Pop-Up-Montage komplett mit Monoschnur. Ich baue auch gleich nochmal eine etwas kürzere Monoschnur, ein etwas kürzeres Vorfach. Und die sinkenden Montagen, also die klassische Haarmontage, die immer noch mit dem geflochtenen Vorfachsmaterial, was eben so richtig schön weich ist und sich dem Untergrund anpasst. Und wie gesagt, Pop-up mit Monoschnur. 4er-Haken übrigens auch, das hatte die Martina im YouTube unter einem YouTube-Video geschrieben, aber auch im Livestream heute nochmal gesagt, Alden, probier doch mal die kleineren Haken. Jau, hatte ich auch schon ein paar Mal gesehen
und auch schon getestet. Und ja, sie hatte, glaube ich, von Dreier bis, also unter Einser auf jeden Fall. Nicht die Einser, die sind schon ziemlich groß. Und ja, ich bin jetzt hier mit dem Vierer eigentlich zurzeit ganz zufrieden und teste jetzt einfach auch nochmal weiter, ob da nicht nochmal mehr und auch größere reingehen, auch wenn es ein kleinerer Haken ist. Vielleicht sind die da so ein bisschen, ja, so ein bisschen scheuer unterwegs. Guck mal, da ist doch was dran, oder? Ja, tatsächlich. Oha. Oha, guck mal hier. So viel zum Thema, ne? So viel zu dem Thema. Das ist doch schon gut. Einfaches kleines Maiskorn. Ganz simpel, ganz fein und zart hier immer rein. Und dann Viererhaken, auch gar nicht so ganz groß. Vielleicht müssen wir sogar noch kleiner reingehen. Wart mal ab, Alter. Sechserhaken, ganz klein und zart. Vielleicht sogar ein feineres Vorfach oder so. Und dann gib ihm hier, ey. Ich meine, wir haben hier nichts zu befürchten. Ganz wichtig. Wenn man hier steht und du guckst hier über den See und denkst dir, boah, Hammer, da hinten 120 Meter Entfernung, 150 Meter Entfernung, da muss ich ja gucken, dass ich genug Schnur habe. Ist ja so nicht. Wir gucken gleich nochmal auf die Map, wie klein das hier alles ist. Man muss sich echt von diesen Eindrücken von den anderen Gewässern befreien. Die Maps haben ja immer unterschiedliche Größen. Das heißt, diese Kästchen haben immer unterschiedliche Größen. Und dementsprechend haben wir auch hier... Jawohl, da ist er. Da ist er. Der erste Dinkelsbühler. Jawohl, die will ich haben. Die sind super. Und dementsprechend haben wir hier eben auch ein anderes Format sozusagen von diesen Kästchen. Und das ganze Gewässer ist einfach super klein. Wir hatten das ja, ich hatte das ja im Livestream getestet. Jawohl! Alter, ich finde die mega, ne? Mega nice. Hier vom Kiemendeckel her und so, die Schuppen hier drauf, die großen, dicken, fetten Schuppen. Abgefahren. Dinkelsbühler, Spiegelkarpfen. Richtig, richtig schick. So smoke wie dat. Den nehmen wir gerne mit. Und sofort direkt wieder raus hier. Zack, auf 16 Meter geklippt. Relativ simpel. Und ich werfe gerade da hinten zu dem Baum. Kann man sich gut merken. Kann man gut anwerfen. Also ganz simpel in diese Richtung. So, andere Setups. Sehen so aus. Viererhaken wieder. 18er Pop-up Tutti Frutti in Gelb. Und hier 18er, nee, 15er, rot. Zwei verschiedene Variationen. Matt Myers, Van Zandt. Vielleicht hätte ich das von der Mische her anders machen sollen. Nö, passt schon. Also, raus damit und gucken, was geht. Testen, 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 ist ja mal klar. Und wenn du auf Masse gehen willst, dann einfach nur mit dem Maiskorn. Übrigens auch eine Stelle, hatte ich gerade noch getestet, die ist hier oben auch mit Tutti Frutti. Hier war ja die Stelle, die mit Kaviar immer gut funktioniert. Aber hier rüber auf, was waren das hier ungefähr? Ungefähr 13 Meter rüber. Nee, hier in diesem Bereich, genau. 13 Meter hier rein waren auch auf Tutti Frutti. Das war vorhin schon. Der Dinkelsbühler Zeilkarpfen ist da reingegangen. Auch richtig nice. Der Zeiler. Komplett eben auch auf Tutti Frutti 14 und Mais. Also auch das in den Dingen kann man natürlich auch machen. Und ich stelle mich jetzt, ja, wie gesagt, hier erstmal hier hin und werde jetzt durchziehen. Übrigens, man sieht es jetzt, ne, wir haben jetzt gerade Abendstunden, deutlich einen Bissunterschied. Man merkt wirklich einen schönen Unterschied zu den Uhrzeiten. Mittagszeit wirklich ein bisschen Flaute. Abendstunden aktiv, Morgenstunden richtig schön aktiv. Zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen Flaute. Aber die aktiven Zeiten abends und morgens. Und dementsprechend, ja, kann man sich quasi schon vorbereiten und hinstellen. Ich habe jetzt hier so, wie das Setup zusammengebaut ist, erstmal noch keine Futtermische drin. Bin jetzt hier erstmal blank und ich würde sagen, wir basteln uns jetzt gleich nochmal eine Futtermische, schön mit Mais und Tutti Frutti und dann raus damit. So, das ist hier schon mal die Basis, also Tutti Frutti, machen wir mal hier Tutti Koi, damit wir das auch einfach so lassen hier. Ich verwende gerne zurzeit nur die Trockenmische mit der Futterrakete, weil das PVA manchmal auch einfach zu schwer ist auf den Winkelpickern. Wir nehmen jetzt hier nochmal Tutti Frutti
mit einem Tutti Frutti Soluble, also ein auflösender 15er als Boilie sozusagen geschreddert. Der kommt noch mit rein, Mais als Basis, zweimal die Feed Pellets, 6er und 10er jetzt in dem Fall. Und dann als Aroma nehmen wir natürlich auch nochmal Tutti Frutti und haben jetzt hier eine richtig schön potente Mische. Anfertigen und so wie die ist, geht die jetzt gleich in die Futterrakete rein. Zack, zack. Und dann füttern wir jetzt hier nochmal eben an. Das ist die verkehrte. So, das ist die richtige. Also raus damit. Wir brauchen mal eben hier die Rakete als 10er natürlich. Wir hauen direkt 10 Mischen rein. So, Tutti Koi, hier ist sie. Und dann klippen wir das Ganze hier natürlich auf die 16 Meter. Soweit haben wir ja auch die Routen geklippt. Und dann raus damit. Zack, 15, 16 Meter. Jawohl, das passt. Wirkradius 2,5 Meter. Und dementsprechend passt das so. Jetzt ist das Ganze erstmal angefüttert. Und jetzt heißt es hier erstmal warten, warten und warten. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob ich das hier so lasse oder ob ich jetzt vielleicht ein Setup auf groß und dicke Boilies lasse und zwei eher auf Frequenz. Ich teste jetzt hier mal noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Sitzfleisch. Ich will ja hier auch ein bisschen was Seltenes. Deswegen müssen wir hier natürlich auch ein bisschen warten. Und wenn das dann so erledigt ist, ja, dann gucken wir mal. Entweder geht jetzt hier ein bisschen was auf Masse und wenn nicht, dann muss ich halt eben gleich nochmal ein bisschen umbauen. Das klappt schon. So, machen wir noch eben ein bisschen Beleuchtung hier an den Rodpot. Jawollo. Und ab geht es. Jetzt heißt es Geduld haben. Und da geht's doch rein hier. Nee, was war das für ein Move? Einfach E gedrückt und sofort eingeschlagen. Ja, wieder auf Mais. Und ich habe... Oh, und der geht ab. Oh, und der geht ab. Die wollen wir. Einfach nur Maiskorn. Und weil das wieder so ist, ich habe gerade eben alles komplett umgebaut. Nur noch Mais. Weg mit den dicken, fetten Boilies. Wir gehen jetzt hier nur noch fein und klein rein, Alter. Ich glaube, das ganze dicke Gedöns, das braucht man nicht. Wenn hier die Frequenz schon so gering ist auf den dicken Boilies, dann nur noch Maiskörner. Kleine, kleine Kombis. Und ich bin schon gespannt, wie das denn dann bald wird, wenn das hier mit den Wassertemperaturen richtig gut läuft. Wenn das Zig-Rig hier richtig gut läuft. Ja, klein und fein ist, glaube ich, wirklich die Devise. Einfach ausprobieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir müssen gleich mal gucken, wie groß hier der Abstand ist. Jetzt im Moment, ne, durch den Nebel, sieht man natürlich quasi gar nicht mehr bis ans andere Ufer rüber. Aber er geht schön in die Bremse. Das soll er. Und wir haben hier natürlich jetzt den riesen Vorteil. Alles, was nach da oben in die Richtung geht, ist alles wunderbar. Da fährt der Fisch schön in so eine Sackgasse rein und kann sich da hinten schön austoben. Wenn er nach da geht, in die Richtung, ist nicht so nice. Aber überhaupt kein Problem. Und da geht's los. Maiskorn rockt. Simples Maiskorn. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit gehockt und abgewartet. Und die ganze Zeit mit den Boilies ist einfach nichts passiert. Dicke 18er Boilies drauf, in der Hoffnung, dass da ein dicker Fisch reingeht. Und jetzt guck dir das an. Zack. Richtig schöner Drill. Einfach nur auf Maiskorn und einem Viererhaken. Perfekt. Perfekt. Genau mein Ding, Alter. Das macht halt auch richtig Bock. So, hier an der Seite mache ich mal eben ein bisschen Licht. Jawohl, guck mal, hier ist auch gar nicht so viel Nebel. Guck mal, hier ist doch viel schöner. So, und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Guck dir genau an, wie ist die Map aufgebaut. Und denk immer, der Fisch will vor dir abhauen. Der Fisch haut ab vor der Route. Das heißt, du ziehst die Route nach rechts, der Fisch haut ab nach... Richtig, da wo es hingehört, nach links. Also, da geht es dann hin. Genauso, ach guck mal, da die kleinen Babys. Ja, moinsen. Wir lenken ihn natürlich jetzt nicht hier links rüber, weil nach rechts will keiner. Da ist halt alles offen, da ist scheiße. Also lenken wir ihn hier rüber. Und dann ziehen wir ihn hier schön locker flockig rein. So. Und wenn er noch nicht will, dann laufen wir einfach ein bisschen weiter. Wir können ja hier überall langlaufen. Deswegen einfach ein bisschen genau gucken, wie ist die Map aufgebaut, wo stelle ich mich hin, wohin haut der Fisch ab, wenn er zu dick ist für mein kleines Setup, wohin haut er, wie gesagt, dann ab und wie ziehe ich die Routen oder wo laufe ich schnell hin, damit er möglichst in eine Sackgasse reinschwimmt
und der dann da in dem Bereich müde wird. Ich bin mega gespannt, wie riesig groß diese Brocken hier werden. Ob wir hier irgendwas sehen, mal mit 40 Kilo plus, 50 Kilo plus. Das ist halt mega spannend. Und das natürlich dann, weil er hat immer noch Bock. Und das natürlich dann hier auf diesem kleinen Setup. Also jetzt gerade, ja gut, 18 Kilo, ne? 18 Kilo Vorfach. Das geht auch noch. Und er kommt aber auch jetzt schon wieder langsam rein. Also, er könnte jetzt so vielleicht um die 15 Kilo schwer sein, der Fisch. Ne? Das ist eben auch so ein Ding. Ne? Man ist ja gewohnt immer, zuletzt hier noch mit der komplett übertriebenen 30.000er Rolle. Und jetzt hier nur noch mit den kleinen, nur noch, immerhin noch die 6.000er Rollen. Demnächst geht es halt noch weiter runter auf die 3.000er Rollen für die Rekorde. Ich habe schon richtig Bock drauf, ey. Schön gucken, Rekordjagd hier auf die kleinen Dingers. Auf die dicken Dingers. Wir wollen die ganz dicken, fetten, die Brocken. So, komm ran hier. Ja, aber da muss man einfach Geduld haben, ne? Wenn man sich überlegt, hier so ein großer Wels oder sowas oder ein großer Stör, wie viel Bock der hat, wie lange der abgeht, wenn du mit einem kleinen, feinen Setup am Archipel bist und dann ballert hier da so ein Stör rein, dann hast du auch erstmal das nächste Stundenticket laufen. So, jetzt langsam kontinuierlich ranziehen. Ich liebäugle ja wirklich auch mit den ganz langsamen Rollen, ne, von der Übersetzung. Ja, einfach langsam kurbeln, aber dafür dann, wie gesagt, mit Kraft. Das wär's, ey. Muss ich mir nochmal genau angucken. Ich bin da noch nicht so ganz entschieden. Erstmal wieder ein bisschen Geld machen. Erstmal wieder ein bisschen Cash machen. Medium Light Matchrouten muss ich mir noch kaufen. Wenn du Bock hast auf eine Matchroute, die Medium Light, zeige ich gleich auch nochmal eben. Hatte ich im Stream auch schon gezeigt. Medium Light Matchroute funktioniert. Kann man hier verwenden. 3000er Spule drauf. Und dann, wie gesagt, ja, ML muss dran stehen und nichts mit MH oder nur Medium oder sowas. Einfach nur Medium Light. Die dürfen hier verwendet werden und die funktionieren dann hier auch. Da geht die nächste Trophy rein. Aspen hier schön der nächste F1 mit 3,5 Kilo. Und das hier. Oha. Da ist er der nächste hier. Ist das ein Super? Mit diesem Rücken, ja, ne? Ja, Mann. Super Freak, Alden. Jawollo. So, komm mal ran hier. Das ist ja geil. Das ist ja richtig krass. Wie er abgeht, ey. Und jetzt lässt er aber auch schön nach, ne? Also er wird dann doch relativ schnell müde. Super Freak. 16,5 Kilo. Alter, mega nice, ey. Mein größter bisher. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Fette XP, gutes Ding. Als selten, ne? Genau, als selten gekennzeichnet. Und da vorne geht's schon direkt weiter hier auf Mais. So. Alle beide Ruten. So moke wie dat. So, direkt wieder raus hier, wie gerade schon gesagt. Da vorne zur Birke, 16 Meter. Und jetzt hier alles, was vorher gezeigt, alles wieder weggeschmissen. Nächster Brocken jetzt hier. Kurz reingucken. Rot. Einfach nur Tutti Frutti rot. Und gib ihm. Und wie gerade auch schon gesagt, die Morgenstunden, ne, die machen's. Und der nächste Superfreak. Ja, das ist doch schon klar, oder? Da ist doch schon klar, was hier geht. Alter, mega gut, ey. Mega gut. So, den jetzt schnell straff ziehen hier. Und dann die dritte Route. Zack. Jawohl. Und der hat ein bisschen Bock. Nee, geht. Nee, geht. Einfach nur auf Maiskorn. Ja, so geht das hier. So geht das hier. Es bleibt immer noch ein großes Testen. Es bleibt immer noch spannend. Jetzt noch ein Dinkelsbühler. Jo, die Dinkelsbühlers. Jawolski. Dinkelsbühler Zeilkarpfen. Jawollo. Richtig schick. 6,5 Kilo. 26.000 XP für so ein kleines Ding.
macht einfach Bock. Ich sage dir, wie es ist, es macht einfach Bock. Übrigens hatte ich hier jetzt gerade nochmal ein PVA dran gemacht. Details, also Maismehlbasis. Ähnlich aufgebaut wie das andere, ne? Maismehlbasis, hier dann einfach komplett nochmal so ein Soluble. Und ich werfe aber jetzt davon, ja, sagen wir mal, vielleicht noch einmal aus und danach nicht mehr, weil ich ja auch nicht überfüttern will. So. Und dann heißt es hier wieder schön straff machen. Zack, zack, zack. Hinsetzen, jawohl. Und jetzt heißt es abwarten, chillen und auf die nächsten Karpfen warten. Es braucht immer ein bisschen Zeit, aber wenn sie reinballern, hat man einen geilen Drill. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Petri, bis zum nächsten Mal.